Häufig kommen Kunden, wenn ihre Konkurrenten angegriffen werden. Hallo, ich bin Dr. Michael Gorski und zusammen mit meinem Team helfen wir Unternehmen, gegen digitale Bedrohungen zu schützen. Ja, ganz häufig haben wir den Fall, dass Kunden zu uns kommen, wo ihre Konkurrenten gerade einen schweren Cyberangriff erlitten haben. Das ist genau der Punkt, wo man darüber nachdenkt, ob man selber denn ausreichend geschützt ist. Und oft wird die IT-Security einfach belächelt im Unternehmen oder nicht wirklich ernst genommen. Und erst wenn man kurz vor seiner Haustür die Einschläge merkt, dann fängt man an aufzuwachen. Oft ist es allerdings leider auch zu spät, dann gab es bereits Angriffe oder die Angreifer sind noch im Unternehmen. Wenn ich im Gespräch mit Geschäftsführern, CIOs, CISOs oder IT-Leitern bin, dann höre ich ganz oft das Argument, ja, wir sind doch zu unbedeutend oder wir sind zu klein oder was gibt es bei uns schon zu holen oder erstmal würden doch die Großen angegriffen werden. Das mag zwar auf den ersten Blick logisch erscheinen, aber wenn man ein bisschen sich mehr mit dem Thema Cyberbedrohung und Cyberangriffe beschäftigt, dann erkennt man schnell, dass die tatsächliche Unternehmensgröße gar keine Rolle spielt, ob man angegriffen wird oder nicht. Die initialen Phasen der Angriffe laufen ganz häufig vollkommen automatisiert ab. Das heißt, der Angreifer, der potenziell Ihr Unternehmen angreift, der kennt gar nicht Ihr Unternehmen. Der weiß nicht, was Sie machen, der kennt nicht Ihre Größe und der weiß auch nicht, ob da wertvolle Sachen zu holen sind. Das Einzige, was der Angreifer weiß, ist, dass Sie in Ihrem Perimeterschutz, also in Ihrer Außenhülle im Unternehmen, wo Sie quasi die Verbindung zum Internet haben, an irgendeiner Stelle eine entscheidende Schwachstelle haben. Und diese Schwachstelle, die erkennt der Angreifer durch Automation und wird diese Schwachstelle ausnutzen. Und erst dann, wenn er diese Schwachstelle ausgenutzt hat und sich in Ihrem Unternehmen befindet, dann wird er herausfinden, ob es für ihn relevante Daten in dem Unternehmen gibt. Und auch wenn der Angreifer findet, dass es keine für ihn wertvollen Daten in Ihrem Unternehmen gibt oder nichts, was für ihn wertvoll ist zu stehlen, so weiß er doch, dass die Daten für Ihr Unternehmen, für Sie und für die ganzen Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen überlebenswichtig sind. Das heißt, er weiß, wenn Sie auf die Daten nicht mehr zugreifen können, dann haben Sie ein Problem. Denn dann stehen unter Umständen sehr viele Leute nächsten Monat oder direkt ohne Job da und es stehen Kunden vor der Tür, die mit einer Forderung kommen. Und oft ist es so, oder leider muss man auch sagen, dass Unternehmen dadurch ganz häufig in die Insolvenz getrieben werden. Um dieses zu verhindern, ist es wichtig, dass man sich frühzeitig einen guten Schutz aufbaut. Eine Strategie, wie man wirtschaftlich gegen potenzielle Cyberbedrohungen anstehen kann, wie man diese Cyberbedrohungen verhindern kann oder wie man potenzielle Schäden reduzieren kann, wenn es doch mal zu einem Angriff gekommen ist. Denn einen Angriff wird man nie verhindern können. Was man verhindern kann, sind die Folgen. Das heißt, habe ich einen Totalverlust von meinem Unternehmen oder komme ich vielleicht nochmal mit einem blauen Auge davon? Und um dies zu erreichen, ist es wichtig, einen umfassenden Schutz, um das Unternehmen zu bauen. Das muss nicht immer teuer sein. Man muss einfach nur gucken, wo sind meine größten Bedrohungen, wo sind meine größten Schwachstellen und diese mit einem Pflaster versehen, damit nichts Schlimmeres passiert. Wenn Sie dazu Hilfe brauchen, dann freuen mein Team und ich mich
uns jederzeit, Ihnen zu helfen. Und ja, wir freuen uns auf Ihren Kontakt. Wir freuen uns, Sie unterstützen zu können, damit Sie und Ihr Team, Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden auch morgen noch wundervolle Geschäfte machen können.